Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar gehen wir jetzt zu meiner Schwiegerfamilie. Wir gehen da frühstücken und besorgen jetzt erstmal Brötchen. Wir sind schon sehr spät dran. Leute, wir sind eigentlich Menschen, die nie zu spät kommen. Wir haben nur Freunde gehabt, die immer zu spät waren. Wir sind lieber 20 Minuten früher da, als dass wir 5 Minuten zu spät sind. Aber seitdem wir ein Kind haben. Ayas da ist. Sind wir immer zu spät da. Auch zu wichtigen Terminen sind wir zu spät da. Ja. Wir hassen es, zu spät zu kommen. Wir hassen auch Menschen, die zu spät kommen. Aber wir können es nicht ändern, auch wenn wir es einplanen. Wir sagen so, ey, ne, wir müssen noch fertig werden, Ayas hier und da vorbereiten, aber trotzdem. Man kann das gar nicht einplanen. Man ist so voll ready, loszufahren und dann kackt er sich nochmal in die Windel und dann vergehen nochmal 10 Minuten. Ja. So, wir haben gefrühstückt und jetzt machen wir ein bisschen Spieletag. Wir spielen... wir wussten nicht, dass das dort wir spielen Monopoly. 7. Ich weiß, die Leute werden denken, wir leben nur vom Brettspielen. 6, 7. Oh, so, was schöne Backen. Naja, das ist ja nicht Straßen. Das hat man auch in der Straße. Guck, sen bunu aldın ya, sana satın aldırdı. Şimdi bu renkte de kendisi aldı, sonra sana satabilsin diye. Sonra werden wir verhandeln. Sie hat immer alle unsere Straßen, die wir gebraucht haben. Soll ich euch sagen, komm, ich sag denen den Tipp. Münchner Straße und die hier sind richtig krass. Münchner Straße und Theaterstraße. Wir sind alle schon ausgeschieden und die zwei kämpfen immer noch. Sie hat ihre Hotels schon aufgebaut. Aha. Ich bin am Arsch. Sie hat gewonnen. Sie ist rich. Parabrenner Abstand. Investieren. Tam Calvin Otterdu. Unser Klo ist leider ausgegangen, deswegen konnten wir jetzt seit Time nicht schwimmen. Ich hatte vor, ich glaube vorgestern oder so, wollten wir ins Wasser gehen, aber die Anzeige leuchtet richtig fett rot, dass wir nicht rein sollen. Deswegen haben wir das bestellt. Heute ist angekommen und die Dinger sind gefühlt 100 Kilo schwer. Nur eins davon. Aber gefühlt? Eigentlich sind die nur so 2 Kilo. Aber zum Teil stellt sich voll an. Okay. Also das nennt man sich fühlen. Weil er 4 Kilo hochgehoben hat. Nein, jetzt meine ich, wie wiegen die? 24 Liter. Pro? Ja. 24 Liter Chlor, flüssiges Chlor, euer Mittagessen. Hallo, er was ne Gesirio. Genau, letztens wollte Tunjai mit Ayas schwimmen, bis er festgestellt hat, dass wir gar kein Chlor mehr im Wasser haben. Ayas, ich habe so Angst wegen dem Kind, ne? Er hat schon seinen Ballon in der Hand und möchte reinspringen. Ayas, sie ist weg, Mistier. So sieht es hinten bei uns aus. Also die sind alle leer. Jetzt müssen wir das mit dem hier umtauschen. Also ihr seht hier, es ist wirklich knallrot. Alarm, Alarm. Guck mal, was er macht. Hier ist so ein Sensor, der zeigt dann an, wie viel Chlor gerade im Wasser ist. Das ist 0,000% Dings im Wasser. Und der pumpt dann automatisch immer wieder nach, wenn der Chlorgehalt gesunken ist. Hadi, geh. Hadi, ja, so kann ich jetzt annehmen, geh. Hadi, kosch, du kann ich. Ayas, du musst so oder so schlafen. Ayas! Ayas! Hast du es versucht wenigstens? Hast du versucht da reinzulaufen? Hat nicht geklappt. So Leute, wir haben wieder einen Termin. Ihr wisst ja, dieses Auto kommt weg, wird verkauft. Wir halten Ausschau nach einem neuen. Und die zwei machen sich gerade ready. Ayas wird abgelassen bei Oma und Opa. Solange haben wir heute eine Probefahrt. Du darfst leider nicht mit, nein. Also wir waren jetzt schon bei... einen VW-Händler, ein Audi haben wir uns angeschaut. Heute gehen wir uns einen Mercedes GLE anschauen. Oh, Ayas! Hopp! Ayas, alle bei dir. Und direkt zum Frosch. Regdios, Ayas, wo geht's hin? Wow, da ist der Frosch. Wir sind jetzt hier angelangt und wir sind schon in unserem Auto drin, Leute. Beziehungsweise, ihr wisst es doch nicht, aber Tunjai zieht sich gerade aus für die Fahrt. Er macht sich gerade ready.
für den Kampf mit dem Wagen. Er ist richtig hyped. Ich glaube, er hat Angst. Boah, guck mal hinten, wie riesig das ist. Ja, das ist echt heftig. Und der Kofferraum wahrscheinlich auch. Also es geht auf jeden Fall viel weiter nach hinten als in unserem Auto. Also so haben wir das Gefühl. Beziehungsweise ich kenne mich da gar nicht aus. Also der Kofferraum gefällt uns ja erstmal richtig gut. Das ist ja auch unser Ziel. Wie gesagt, wir brauchen viel Platz. Okay, are you ready? I am ready to drive, man. Man. Also hier sieht es schon mal sehr vielversprechend aus, aber wir sind irgendwie ungewöhnlich nah zueinander. Ja, bei uns in der S-Klasse saßen wir schon weiter entfernt. Guck mal, das ist voll cool. Man kann sich hier festhalten. Aber wozu? Ah, wozu? Das verstehe ich nicht. Wozu ist das da? Keine Null, Jack. Dieses Auto fährt sich echt wie ein LKW. Also unser Auto war richtig tief und das ist so gerade richtig hoch. Wir sitzen ungewöhnlich hoch. Ja. Aber es fühlt sich gut an, ne? Ich mag das, wenn wir so hoch sitzen. Das gefällt mir schon. Ja, mir auch. Oder? Was, jetzt ist der Motor angegangen. Achso, gerade eben war Elektro. Kapunatschik, Schatz. Echt? Oh, sorry. Oh, dumme. Oh, das war jetzt bei der S-Klasse viel besser. Bei der S-Klasse haben wir eine Funktion. Wenn man die Tür auch nur ganz wenig zumacht, schließt er von selber, von alleine. Ja, und ich kenne das sehr gut von mir. Ich mache die Tür nie richtig zu, deshalb war das voll gut. Wir werden ja nicht dieses Auto holen, sondern das hier nur zum Probefahren. Wenn wir uns das Auto wirklich holen sollten, dann machen wir diese Funktion natürlich wieder rein. Ah, und unsere Innenausstattung wird komplett anders sein, ne? Ja. Also die Sitze und so werden heller sein. Wir mögen dieses ganz Schwarze nicht. Und deshalb wird es auf jeden Fall schöner aussehen vom Inneren. So, jetzt darf sie mal fahren. Du hast dich gerade richtig überrumpelt. Lass mich doch mal ganz kurz testen, bevor du mich aufnimmst. Guck mal, das ist eigentlich fast gleich wie unsere S-Klasse. Nee, das ist sehr weit oben und groß und fett. Ich habe wieder vergessen, wo Gas und Dings ist. Wie, wo Gas und Dings ist? Gas eingesiede. Wo Bremse? Es gibt nur zwei. Ja, das ist Bremse und das ist Gas rechts. Das Große ist immer die Bremse. Beides ist groß in meinen Augen. Mhm. Das ist Bremse. Ich guck mal, ich merke es von dem Dings. Ja, von dir, das ist Bremse. Und das ist Gas. Du musst schlau denken. Eigentlich weiß man sowas, aber... man muss keinen Soundtest machen. Doch. Euch! Oha. Was war das denn? Okay, wie fahre ich jetzt? Rückwärtsgang rein. Das ist genau wie bei unserem Auto. Handbremse, okay, kein Defekte. Oh, er macht selber. Guck mal, ich schwör's dir, du bringst mich immer in Situationen rein, ne? Was, wenn ein Auto jetzt kommt? Egal, da passiert gar nichts. Ade. D1, da musst du dir aus. Wir sind wieder in Limite. Ja, der schaltet ja automatisch. Rechts, 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 rechts. Ich habe Links-Rechts-Schwäche. Du musst mit deiner Hand zeigen, welche Richtung. Sie fährt jetzt ungefähr 10 Minuten lang. Herr über Fendim, das waren gerade mal 3 Minuten. Und sie sagt schon, ich kann das Ding nicht fahren. Ich kann es nicht. Guck mal, wie ich fahre, Leute. Ich bin die ganze so zickzack, weil ich fühle mich gerade wirklich wie auf Eis. So, guck, wenn Gegenverkehr kommt, habe ich auch richtig Panik. Und ich denke die ganze Zeit, ich knall irgendwo rein, lass das Auto einfach nicht kaufen. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Das geht nicht. Unser Auto war schon schwer genug. Das geht nicht. Ja, du musst ein paar Mal fahren, dann hast du das schon drauf. Ich schwitze schon richtig, weil ich so Angst habe. Guck, wenn Gegenverkehr kommt, ich mache meine Augen zu. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber ich habe Angst. Vor allem, ich verstehe es nicht. Es gibt große Autos, es gibt kleine Autos. Warum macht man die Straßen klein? Also ich meine, diese Straße ist gerade voll gut. Hier passt ein LKW rein. Also du passt da schon locker rein in diese Straße. Nee. Hier fahren LKWs. Ja, ich bin aber kein LKW. Macht Spaß, das Auto zu fahren? Nee, ich schwitze. Ich sag doch, ich habe Angst. Ich fahre in Angst gerade. Das macht keinen Spaß. Sogar Ayas könnte dieses Auto fahren. Ohne Probleme schafft er das. Da ist das gute Ding zu Hause bei uns. Ich zeige euch mal ganz kurz, warum wir unser wunderschönes Auto überhaupt austauschen möchten. Ihr seht hier einen Koffer. Wenn wir auf Reisen gehen, haben wir davon zwei dabei. Zusätzlich zu den zwei Koffern haben wir immer zwei Taschen für den Ayas dabei und seinen Kinderwagen. Wir wollen ja des Öfteren auf Reise gehen mit unserem Auto. Und das war leider mit unserem derzeitigen Wagen nicht wirklich möglich. Ich zeige euch auch gleich warum. Sorry, dass es hier gerade so ein bisschen chaotisch ist. Zum Beispiel, sein Kinderwagen ist hier so drin. Ihr seht, es bleibt nicht viel Platz. Okay, den Ball brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen auf Reise. So, der eine ist drin.
Der zweite Koffer passt nicht mehr rein. Den Kinderwagen kann ich dazulegen. Den zweiten Koffer musste ich immer hier auf den Beifahrersitz legen und den Koffer dann anschnallen. Das hat uns immer so aufgeregt, dass Ebru zum Beispiel auch nicht neben mir sitzen konnte während der Fahrt, weil da ein fucking Koffer einfach ist. Jetzt zeige ich euch mal den hier. Jetzt schauen wir mal gemeinsam, was da alles reinpasst. Der eine ist drin, ein weiterer in derselben Größe würde daneben reinpassen. Unser Kinderwagen könnten wir drauflegen, dann wäre alles schön im Kofferraum. Einfach ein Traum. Leute könnten jetzt meinen, das wären Luxusprobleme, die wir haben. Ist halt so, kann man nichts machen. Wir möchten öfter reisen mit unserem Auto. Damit das problemlos klappt, müssen wir es umtauschen. Leute, ich liebe dieses Auto. Ich habe es bestimmt schon 1000 Mal gesagt, ich möchte den eigentlich gar nicht verkaufen. Aber es macht auch keinen Sinn, den zu behalten. Also wofür brauchen wir zwei Autos? Der GLE, das ist ein Hybrid. Der kann rein elektrisch fahren, bis zu 92 Kilometer sogar. Das heißt, hier in der Umgebung brauche ich nicht mal Sprit verbrauchen. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil. Wir waren zum Beispiel bei meinen Eltern zu Besuch und ich habe meine Schwester dann nach Hause gefahren und bin dann anschließend zu uns nach Hause gekommen. Und das alles ohne, dass der Motor überhaupt anging, rein elektrisch einfach hin und her. Und was ich auch erwähnen sollte, muss, also die S-Klasse haben wir gekauft. Das neue Fahrzeug werden wir nicht mehr kaufen, sondern leasen. Warum werden wir leasen? Weil das einfach viel mehr Sinn macht für uns. Im Moment macht das viel mehr Sinn, das neue Auto zu leasen. Also wir können die monatliche Leasingrate von dem Fahrzeug inklusive Versicherung, alles, dies, das, Chart, Jurt, alles absetzen, dadurch unser Betriebsergebnis vermindern, also unseren Gewinn vermindern. Ihr merkt schon, dieses neue Auto bringt viel mehr Vorteile als das Auto, was wir gerade besitzen. Deswegen haben wir uns letztendlich entschieden, neues zu holen. Das andere wird verkauft. Ich weiß auch gerade überhaupt nicht, was der Restwert noch von diesem Auto ist. Also die S-Klasse waren Leasing-Rückläufer, das heißt ein Geschäftsmann aus Dortmund damals hat den Wagen dann geleast für 4 Jahre und als er dann den Wagen zurückgebracht hat, als er 4,5 Jahre alt war, haben wir den gekauft. So, das war's dann noch mit dem Video. Am Ende gibt's wie immer unsere Shoutouts. Der erste Shoutout geht an. Jessica hat geschrieben, so eine süße Familie, viel Glück weiterhin, Glocke aktiv. Dankeschön. Vielen Dank. Und die zweite heißt Yaren Mercimekci. Ihr seid so eine süße Familie, Allah size ayırmasın, maşallah size. Grüße aus Stuttgart, Glocke aktiv. Grüße zurück. Vielen Dank, Leute, dass ihr das Video angeschaut habt. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wir sehen uns.